Ja, willkommen, Kinders, hier vom Windenbach. Ja, man soll es kaum glauben, aber es kommen immer wieder Anfragen rein, wie stipp ich denn kleine Tiere? Mein erster Tipp wäre, schaut euch doch einfach den Weg des Stippers an und Steps bei dem Weg des Stippers und ihr würdet sehen, wie das funktioniert. Jetzt gibt es aber einige Kameraden unter uns, die sich sagen, oh, die Videos sind so alt, das kann gar nicht mehr laufen. Falsch, denn die Spots wie der Laubenbaum, Dämonenloch etc. pp. Laufen eigentlich immer. Aber ich bin natürlich gerne bereit, hier noch einmal gerne für alle Anfänger unter uns, die hier gerade mit dem Game angefangen haben und nicht wissen, wo sie hinwollen. Wie kriege ich hier Silber und EP? Normalerweise starten wir das Game. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Route noch habe. Nö, die habe ich schon direkt verbannt in mein Zelt. Mit so einer Lobob. Geschichte, auch einer sogenannten 00-Stippe, so eine blaue, ich weiß gar nicht, wie das Viech da heißt. Tipp: Geht einmal die Stunde zur Verwaldung und holt euch die Bambusrute. Ja, die ist jetzt bei mir schier, weil ich sie einfach nicht nutze. Sie hat aber eine Power von 5 bis 10, Empfindlichkeit 1 von 10. Empfindlichkeit ist für uns Stipper. Oder für jemanden, der stippt, gar nicht so wichtig. Hast dann eher so für die Spinner unter uns und deren Routen. Power 5 von 10 heißt eigentlich nur so viel wie die Blank und die Stippe ist eine Blank, eine reine Blank. Wie schnell die Stippe den Schlag des Fisches oder seine Gegenwehr abfedern kann, aufnehmen kann, um leiten kann, abschwächen kann, etc. pp. Aber auch dazu gibt es tatsächlich ein Video. Die Sache bei der Bambusrute ist so, ihr müsst die holen bei der Verwaldung einmal die Stunde, dann packt ihr das komplette Gerät in euer Zelt, das findet ihr am Zeltplatz, das packt ihr da rein und nach einer Stunde geht ihr zur Verwaltung und sagt, hier, guck mich an, ich habe gar nichts. Und dann bekommt ihr eine neue Bambusrute. Kein Hexenwerk. Geht ganz einfach. Das macht ihr dann darauf die Folge noch, die Stunde nochmal. Und dann habt ihr drei Bambusruten. Und dann hättet ihr schon meinen sogenannten und geliebten Dreitakter. Da kommen wir aber später zu. So. Fisch Nummer 1, der sehr interessant ist für alle Anfänger unter uns, ist die Laube. Die Laube ist nicht schwer zu fischen. Wir brauchen 18 cm Happy Bin. So, und dann schön mit der Fliege. Die ist relativ teuer, gehen aber auch andere Köders. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier einen 24er Haken drauf. Ich zum Beispiel fische eigentlich nur noch mit den 19er Haken. 19er Haken bedeutet aber auch, dass der Döbel gerne mal einsteigt, gerade hier am Laubenbaum ziemlich gefährlich. Und die Fliege auch gefährlich als Köder. Aber es gibt einige Köder. Es gibt die Fliege, es gibt die Perlgraube, es gibt die Zuckmückenlarve, es gibt Haferbrei, es gibt so vieles. Die Fliege ist mit Abstand der teuerste Köder. Nur mal so. So, jetzt nehmen wir das Geschoss, bringen das hier aus. Ich bin mit der UL unterwegs. Die erste Stippe, die Anfänger unter uns haben, ist auch eine sogenannte 00-Stippe. Ihr könnt einmal in Zoom gehen, von Natur aus, und habt die Laube. Auf der Fliege, ne? Einmal mit Z Zoom könnt ihr rangehen. Solltet ihr euch später mal das Fernglas leisten können, könnt ihr noch
Das zweite Mal ranzoomen und dann seid ihr, das ist ein Döbel. Hab ich ein Glück. Das war ein typischer Döbelbiss, der mir hier gerade auf die Schnur geschlagen ist. Deswegen, das sagte ich gerade, ne? Fliege A, teuer, B, gefährlich. Ist so. Denn der Döbel macht keinen Unterschied zwischen 24er, 19er, 20er, 18er, 16er, 6er. Interessiert ihn gar nicht. Zweite Laube. Ich war in der Nacht nochmal einen Ticken weiter und habe auf Zobel und etc. pp. Gefischt mit der Stippe und mit Mistwurm. Gleicher Haken. Und ihr habt gesehen, wieder Döbel. Ne? So, Fliege. Perlgraube ist günstig herzustellen. Dafür braucht ihr nur Perlgraube. Man soll es kaum glauben, ja. Perlgraubenbrei könnt ihr kaufen. Perlgraube beim Merch, also beim Händler, kriegt ihr Perlgraube. Das ist so ein lustiges Paket. Da könnt ihr verarbeiten, habt ihr Perlgraubenbrei. Perlgraubenbrei in meinen Augen immer noch der beste Köder auf alles. Perlgraube, da steht sogar manchmal die Brasse drauf an der alten Festung. Kommt ihr später zu. Jetzt geht es um Kleintiere. Also, wir haben hier den Laubenbaum, den sogenannten. Da lassen wir jetzt einfach mal die Perle durchtreiben. Manchmal ist es so, dass Spots, so wie hier am Laubenbaum, auf manche Köders nicht anspringen. Wie zum Beispiel gerade, wie wir sehen, die Perlgraube. Hier springt die Laube nicht drauf an. Laubenbaum. An anderen Plätzen springt die Laube drauf an. Hier haben wir ein Fließgewässer, weswegen wir, beziehungsweise ich, manch anderer macht es anders, steht hier mit zwei Ruten, das ist aber auch schon fast das höchste der Gefühle, wenn man treiben lässt. Und die Stippe hat ja den Nachteil, dass sie zum Beispiel auf 7 Meter Schnur hat. Also sie hat ja nicht mehr. Wir machen hier nicht einfach die Rollmontage auf und lassen den Fisch laufen. Das lügt nicht. Ne? Wir haben 7 Meter Schnur. Auf den Stipp. So. Und dementsprechend hier am Laubenbaum würde ich immer empfehlen, mit einer Rute zu stehen, Fließgewässer, auch wenn es langsam fließend ist, nicht wie in der unteren Tunguska, wo wirklich ja, sonst werdet ihr irgendwann verfallen in reinholen, ausschmeißen, reinholen, und dann seid ihr nur noch unterwegs und dann verliert ihr den Überblick und müsst da irgendwie mit 8 verschiedenen Flots arbeiten. Das ist eine Hasel. Nee, Rotauge. Siehst du wohl. Köfigewicht 76 Gramm, 50 bis 100 Gramm hat das Rotauge als Köfi. Und wenn ihr unterwegs seid, so wie ich, mit diesem Char, Multikulti, also in jede Richtung irgendwas, aber nicht so wirklich ausgereift, nur so geskillt, dass man wirklich überall mitsprechen kann. Ja? Spinning, Match, egal was, ja, braucht ihr diese Köfis später mal, wenn ihr auf Döbel und Grund fischen wollt. Wie gesagt, Perlgraube ist nicht so, dass jetzt ständig das Rotauge draufsteht. Normalerweise mag die Laube die auch. Bitte, da ist die Laube. Gut, Zuckmücke geht hoch, allerdings kann euch da auch gerne mal der Barsch draufschlagen und auch die Hasel. Die Hasel wäre dann der zweite Fisch, kleine Fisch, den wir hier als Anfänger gut stippen können und der auch wirklich gut Silber bringt und EP. Wenn ihr das Ganze dann macht mit einer UL-Route, so wie ich gerade, Hasel. 186 Gramm, schönes Tier, bringt gut Silber.
bekommt ihr nicht nur Rekordeinträge, wenn ihr Glück habt, sondern auch mächtig EP. Solltet ihr ohne Premium unterwegs sein, ist die Ultraleicht immer die beste Wahl, da sie euch doppelt EP bringt. Also so wie ein Premium-Fischer, der eine Stunde gefischt hat, vierfach EP bekommt. Das ist bei Premium so. In der ersten Stunde bekommt ihr das Vierfache an EP. Es sei denn, es sind irgendwelche Events, dann könnte sich das mal auf 2 Stunden erhöhen. Aber dann bekommt ihr als Nicht-Premium-Mitglieder auch eine Stunde diese vierfache Geschichte. Solltet ihr also kein Premium besitzen, habt ihr die gleiche EP wie ein Premium-Fischer nach einer Stunde Angeln. Doppelte EP. Was euch schon mal EP-mäßig richtig, richtig weit nach vorne bringt, gerade im Low-Level-Bereich. Das war die Hasel. Also, wir haben die Hasel, die Laube, Pergraube, die Hasel, Zockmücke, Rotauge, Pergraube und die Laube, Fliege. Fliege, Pergraube, Zockmücke, Caster. Auch die Caster ist so ein gefährliches Geschoss, weil es gerne mal den Döbel oder auch den Rapfen an die Schnur verleitet, so wie das Rotauge in etwas größerer Form. Das Rotauge ist in diesem Moment auch völlig uninteressiert. Das war schon wieder so ein Döbelbiss oder Hasel, was die Hakengröße angeht. Ja, interessiert es nicht. Caster haben. Döbel genauso. Caster haben. Fliege, Caster, Fliege haben. Das haben. Gefährlich. Laubenbaum, sowieso gefährlich, da wir uns hier in einer Ecke bewegen, wo der Rapfen und der Döbel gerne mal unterwegs ist. Und auch eine etwas größere Rotauge oder aber auch die Nase. Oder der Barsch. Kann auch sein. Das wird eine Leerfahrt. Also nicht so interessant. Rollen wir mal rein, das Geschoss. Okay. Also, das haben wir jetzt rausgeholt. Die zählen nicht. 8 Minuten. Ein paar Köfis durch. Erster Spot. Ich könnte jetzt alle Spots hier durchrennen. Wie hier auf der Güster mit einem Mistwurm auf 1,60 Meter Tiefe. Ich könnte jetzt hier hingehen, treiben lassen, auch 1,60, 1,50 oder 18 cm. Könnt euch die Laube präsentieren oder die Hasel. Dann gibt es hier ist irgendwo ein kleiner Steak oder ein Bootsanleger, nicht hier. Das ist hier zum Beispiel, ne? Könnte ich jetzt auch nochmal ausschmeißen auf Hasel fischen. Das machen wir aber jetzt gleich an der Brücke, denn auch die Hasel Silber bringt, IP-mäßig auch gut. Für die Anfänger halt nochmal, das muss man halt so sagen. Aber die Frage kam ja auch nicht von jemandem, der Level 180 ist oder 40 oder so, sondern tatsächlich von Menschen oder Kameraden, Angelkameraden, die hier gerade mal Level 12 sind. So. Also gehen wir hier an die Brücke. Jetzt nehmen wir die Tiefe von Mauschi. Die läuft immer noch richtig gut. Mauschi ist auch jemand, der bei uns auf dem Discord unterwegs ist, alias Darkwolf. Und ich stand hier jetzt die Tage auch wieder, weil ich den Gründling gesucht habe als Köfi. Ja, dann nehmen wir wieder das Geschoss. Nimm allerdings jetzt
19er Haken. Nimm da die Zockmückenlarve drauf. Stellen das ganze Geschoss auf 90 cm, relativ deep. Normalerweise hält sich die Hasel zwischen 40 und 60 auf. Und gehen direkt auf die Hasel. Das ist jetzt der Zielfisch. Boah, was die Laube, jetzt die Hasel. Klar, Beifang, Barsch, einfach an Gründling, aber ziemlich selten tatsächlich. Ganz, ganz selten geht euch mal hier so eine olle Flussmuschel auf die Schnur. Aber in den meisten Fällen ist es dann die Hasel oder ein kleines Rotauge. Döbel habe ich hier eigentlich noch nie so wirklich an der Schnur bekommen. Zobel, ja, hatte ich auch schon. Oder einfach mal eine Gründlingstrophy. Die braucht ihr hier tatsächlich am Windenbach. Da ist sie. Ich habe sie mit 132 Gramm Regenwurm. Braucht ihr sie hier, um den Ehrenfischer abzuschließen. Ja, am Windenbach habe ich den Ehrenfischer abgeschlossen. So, wie gesagt, Gründling geht auch ab und an rein. Dass der erste gleich ein Trophy ist, sei es drum. Zufall, Glück, Karma. Gut, schauen wir mal, ob die Hasel auch noch hier immer vorhanden ist. 11 Uhr. Könnte ein Flossbarsch oder ein Döbel sein. Ist ein Flossbarsch. Feines Flott. Das ist eines der ersten Flots, die ihr kaufen könnt. Also das ist nichts Außergewöhnliches hier. Ich glaube, 5 Silber kostet das Geschoss. Ist halt ein feines Flott für feine Bisse, um die anzuzeigen. Laube. Ja, wenn ihr mit einem dicken Flott unterwegs seid, schafft der Fisch, also der kleine Fisch, einfach nicht daran zu zuppeln. Deswegen diese Geschichte. Erste Hasel. Das ist so ein Rotauge-Barschbiss. Ist wieder eine Hasel. 91 Gramm. Auch schön. Hasel braucht ihr hier auch als Trophy. Hasel, Laube, Gründling. Ja, Gründling bekommt ihr hier auch. Habt ihr ja gesehen. Hasel bekommt ihr hier auch. Laube bekommt ihr zur Not am Laubenbaum. Aber es gibt noch einen besseren Spot für diese kleinen Fische. Also der Laube. Da müsst ihr dann aber schon zen-mäßig unterwegs sein. Und dreimal im besten Fall zur Verwaltung gerannt sein. Kleines Rotauge, wieder ein Köfi, 50 bis 100 Gramm. Nehme ich natürlich mit, werde ich nicht verkaufen. Denn wenn ich hier schon stippe auf Kleinstier, dann will ich auch die Köfis haben. Solltet ihr die Flussmuschel, die Flusswandermuschel oder sonst was suchen, später mal, knotet euch hier gegen Abend einfach mal einen Regenwurm oder einen Mistwurm ran. Aber Obacht, auch hier ist der Döbel unterwegs. Auch auf feinen Haken. Und dann bekommt ihr hier auch gerne mal die Muschel an die Schnur. Hase. Happy die Hase, look. Da ist er. Und ein Gründling-Trophy auf der Zuckmühle. Einmal reingeschaut, was bringt uns das als Anfänger, wenn wir wirklich hier vom Silberbereich sprechen, dass wir so 200, 300 Silber brauchen, um die nächste Route zu bekommen oder irgendwie eine Lacerti-Rollmontage, keine Ahnung, ich bin da wirklich lange raus.
Schauen wir mal, die Trophy bringt 30, wenn wir jetzt mal alles verkaufen, in der Zeit 32 Minuten, die zählen nicht mit, 15 Minuten, dann haben wir 65 Silber, wie gesagt, die 3 Silber 80 könnt ihr gerne abziehen, sind wir immer noch bei über 60 Silber. Und wenn wir dann, ups, und wenn wir da mal reinschauen hier in die Merch-Geschichte, Merchandising, Merchment. Und wir sehen hier Posenangel-Set. Das ist so eine 00-Stippe, ne? Da ist sie nämlich 0, 0, 1 bis 5, 5,5 Kilo mit Haken und Pose und Sehne und hast du nicht gesehen. 45 Silber. Und wenn wir das hier nehmen, da haben wir schon die blaue. Das ist ja Walrus-Stick, das ist ja tatsächlich auch schon eine Medium. 7,4 Kilo. Und da ist dann auch alles drauf. 149 Silber. Komplett. So. Macht ihr hier eine Stunde und dann habt ihr das Ding auch durch. Spinning gibt es auch. Spinning. Je nachdem, worauf ihr dann hinaus wollt später, wenn ihr anfangt, hier irgendwie diese Lauben- und Hase-Geschichte zu fischen, euch das selber einzufischen, könnt ihr euch natürlich später entscheiden. Gehe ich auf Spinning, auf Pose oder sogar auf Bait oder Grund. Ja. Also, das war dazu. Das ging jetzt relativ fix vom Silbergang. Gut, dann werden wir gleich noch zum Dreitakter übergehen. Das hat dann allerdings mit dem Posenfischen zu tun und mit der Stippe. Aber auch wieder ein kleines Fisch. Und dann schauen wir mal, wo wir weiter gucken können. So, und wenn wir dann später soweit sind, dass wir dreimal diese Bambusrute haben oder aber auch schon dreimal die UL, und die habe ich auf meinem Stipp-Account, ja, dann gehen wir zum Dämonenloch und da holen wir dann den Dreitakt daraus. Keine Sorge, mit der 00-Route oder der Bambusrute bekommt ihr hier auch auf jeweilige Tiefe mit jeweiligen Köder richtig gut die Laube gezogen und es ist immer, wirklich immer eine Trophy dazwischen. Eine Zeit lang liefen einen hier die Trophys so im laufenden Band, am laufenden Band, kann man so sagen, eine Schnur und es war fast schon Frevel, hier nicht fischen zu gehen. So. Ich habe diese sogenannte 00-Stippe. Ja, mir reicht die. Ich kann damit um. Und ich bin hier unterwegs mit der Perlgraube. Da ist sie wieder, die Perlgraube. Von der wir gerade sprachen, im Fließgewässer. Wo ich sagte, ja, im Fließgewässer ist das ein bisschen was anderes als im stehenden Gewässer. Das Dämonenloch ist ein stehendes Gewässer. Und wir haben schon gleich den ersten Biss auf der 1. Klar darf man hier nicht vergessen, ja, ich bin im Posenfischen ein wenig höher als die Anfänger. Das ist richtig. Aber wir skillen nicht nur nebenbei das Posenfischen, wenn wir hier stehen, sondern wir fischen auch selber. Und hier ist immer irgendwann knallt einen die Trophy hier ans Band. Ab und an geht einem hier die Schläfergrüttel ein oder so eine olle kleine Karausche. Gerne aber auch mal so ein kleines Rotauge. Auch hier ist die Ködervielfalt wieder weit gestreut. Wir können hier auch die Fliege wieder drauf nageln. Dann bekommen wir aber auch gerne mal den Grasfrosch an die Schnur. Wir können hier 82 Gramm, wir können hier Haferbrei, lief eine Zeit lang richtig, richtig gut hier auf der Laube. Und das ist jetzt gerade so der Dreitakter, von dem ich sprach. Ja, da müsst ihr dann ein bisschen konzentrierter sein und wirklich fix. Weil das geht dann wirklich in einer Tour, hier an diesem Spot. So, oh, zwei.
Verpasst. Und schon ist die Rotation raus. Die 3 zuppelt auch schon wieder. Die 1 hat aufgehört. Die 1 geht wieder los. Das ist ein Rotauge von 380 Gramm. Nehmen wir mit. Und das ist wirklich dann so Akkord. Ne? Aber dann könnt ihr, wenn ihr mit der UL unterwegs seid, wie gesagt, ich bin jetzt hier mit der 00-Stippe unterwegs, die eigentlich gar keine Bonus hat, könnt ihr richtig, richtig, richtig schnell EP und auch Silber fischen. Ja? Und wie gesagt, nicht alles ist eine Laube. Auch Karauschen sind ab und an mal im Café zu finden. Pergraupe ist mein absoluter Lieblingsköder auf die Laube. Wenn ich zum Beispiel Köfis beschaffen möchte und ihr später mal sagt, ja, ich will auch so ein Allrounder werden und ihr braucht Laube als Köfi, weil der Döbel gerade zieht oder da ist die Schläfergondel oder aber, keine Ahnung, der Aal mal wieder Bock hat auf Laube, habt ihr hier immer einen Punkt zum Anlaufen, wo ihr gerne die Laube bekommt und zwar auch relativ fix. Perlgraube können wir uns gerne gleich nochmal angucken, wenn wir hier durch sind mit dem ganzen Thema, weil wir wollen ja auch noch die Nacht ausnutzen und schauen, was passiert, wenn ich später mal ein bisschen, das ist aber auch wieder Pest gegen Cholera hier, wenn ich später mal ein bisschen weiter bin und schauen möchte, was geht denn noch so, können wir uns auch gleich noch den Güsterspot angucken. Das war fast eine Trophy. War nicht weit von weg. 110 Gramm braucht das Tier und dann haben wir eine Trophy. Ihr seht schon, das ist ein bisschen stressig hier gerade. So, ich könnte hier natürlich fischen, bis ich die Trophy habe. Werde ich jetzt nicht machen. Es sei denn, sie läuft aus Versehen ein. Das ging relativ schnell, ne? Hier haben wir angefangen. Laube. Gut Silber bringt, gut EP bringt. Ich bin hier völlig normal unterwegs gerade. Bin völlig No-Name-Knüppel. Schläfer. Auch die ist immer mal drin. Nehmen wir mit. So, jetzt habe ich allerdings die ganze Zeit nur hier meine geliebte Perlgraupe präsentiert. Wenn wir jetzt auf die Haferbrei-Geschichte gehen, werden wir feststellen, dass wir relativ häufig auch das Rotauge an der Schnur bekommen und die Karausche. Und Igel und hast du nicht gesehen? So, eine Zeit lang war die Laube richtig, richtig, richtig heiß auf Haferbrei und dann hörte das auf und dann kam irgendwie Giebel, Karausche, Rotauge um die Ecke geschietert, aber jetzt ist wieder Laube. So, das ist, na, ihr seht da schon, das ist so ein bisschen der Zen-Meister-Modus, ja, das ist so wie, keine Ahnung, Dragon Ball, so. Ultra-Digitiere, nee, das war wieder jemand anderes. Ist ja egal. So, die 3 überlegt noch, die 2 zieht schon weg. Und die 1 fängt auch an zu zappeln. Sagt die 3, ja, nee, ich will aber vor, ich war als Erster da. Und die 1 sagt, naja, wenn ich will, der hat schon. So, haben wir nicht bekommen.
40 bis 70 Gramm braucht das Tier, wenn wir das als Köfi nutzen wollen. Deswegen stelle ich mich hier immer hin zum Köfi-Fischen. Allerdings, wie gesagt, auf die Perlgraube. Aber wie wir sehen, läuft Haferbrei auch gerade richtig, richtig gut ein. Gut, das ist die Laube, Kameraden. Und jetzt sind wir gleich bei 18 Uhr und dann können wir einfach mal an den nächsten Spot gehen, wo wir dann hingehen, wenn wir ein wenig weiter sind, wo wir auch mit der Stippe arbeiten können und ein Tier fischen können, was wir hier auch wiederum brauchen für den Ehrenfischer und das ist die sogenannte Güster. Dafür gehen wir dann hier hinten in Lazarus Eck. Nein, falsch, war ja gar nicht Lazarus Eck. Wie habe ich denn den Vogel genommen? Ist ja auch egal. Ist vom Stippfischer, nicht vom alten Schwarzfischer und nicht vom, ist vom Stippfischer. So, und dann gehen wir hier hin. Wenn ihr jetzt so weit seid wie ich, weil ihr alles toll abgearbeitet habt, ja, also mit denen habe ich auch ein paar Stippen, aber nicht so die geilen Dinger wie mit meinem Stipper. Bleiben wir auf 7 Meter. Das, eben waren wir mit der 5 Meter Stippe unterwegs. Jetzt nehmen wir die 7 Meter Stippe, 3,5 Kilo Tragkraft. 1 bis 5 Gramm, ultra leicht, bla bla. Power 6 von 10, wie gesagt, zieht dann den Schlag des Fisches und ne, die Blank übernimmt die Kraft, setzt sie um und holt ganz schnell die Kraft aus dem Fisch. Das ist ganz, ganz wichtig bei Stippern, denn wir haben nicht die Chance und nicht die Zeit, irgendwie großartig zu drillen. Wir müssen führen. Das habe ich auch schon. Schaut einfach den Weg des Stippers. Dann wisst ihr, was ich meine. Wir müssen den Fisch führen. Wir können nicht drillen. Es ist falsch. Wenn jemand sagt, wir drillen den Fisch als Stipper, ist es falsch. Drill hat immer damit zu tun, Lose zu geben, reinzuholen, gegenzugehen, Bremse, Schnur, Fangbügel auf und so. Das ist Drillen. Wir führen. Wir können nichts anderes. Wir können nur führen. So, dann nehmen wir 19er Haken. Weiß ich gar nicht, was der 19er ist. Ja auch völlig langen Haken. So, dann nehmen wir hier den Mistwurm drauf. Stellen das ganze Geschoss auf 1,60. Schmeißen ein wenig, wenig Fluss aufwärts. 1,60, danke. Ist jetzt nur Stippen. Ihr könnt das auch mit der Bolo machen oder so, ne? Davon mal ab. Dann drillt ihr den Fisch wieder und führt ihn nicht. So. Und gehen ein wenig Fluss aufwärts und schmeißen das ungefähr so 60% aus. Ah, die Ataman habe ich drauf. Okay, alles klar. Teures Flott für solch ein Unterfangen. Weil auch hier kann euch gerne mal der Döbel draufschlagen. Zielfisch jetzt ist gerade die Güster. Ab und an, wenn der Spot läuft, geht auch der Don Kaulbarsch. Oder eine Muschel schlägt euch hier auf den Band. Das ist ein Hebebiss, entweder Brasse oder Güster. Mehr Möglichkeiten bleiben nicht, außer vielleicht noch eine Zobel. Ja, naja. Oder eine Zobel. Das sind alles Fische, die so ein Hebebiss machen. Zobel, Güster, Brasse. Das ist dann so der letzte Step der kleineren Fische, die ihr hier am Windenbach euch wegkaschen könnt. Als Anfänger. Diese Ultralight hat eine Tragkraft von 3,5 Kilo. Solltet ihr unterwegs sein mit der 00-Stippe, da ist die Brasse, seid ihr sowieso viel stärker besetzt als ich gerade mit 5,5 Kilo, der rote Stock, der sogenannte, und lauft noch weniger Gefahr, hier irgendwie in ein Desaster zu enden.
Ich stippe allerdings mit Ultra Leicht, weil A kann ich es. Ekelhaft. So ein kleines Rotauge. Und B schneide ich es einfach raus, wenn mir der Stock bricht. Nein, ohne Witz. Wir gucken uns das jetzt auch noch mal an. Ja. Ob die Güße hier noch kommt. Ob der Don Kaulbarsch auch noch kommt. Ob der normale Don, der normale Kaulbarsch auch noch kommt. Das ist auch ein kleiner Fisch, der als Trophy wirklich, wirklich gut Silber und sehr, sehr gut EP bringen kann, gerade als Anfänger. Aber von welchen Bereichen sprechen wir hier? Was ist ein Anfänger? Von welchem Level zu Level ist Anfänger? Das ist auch immer so die Frage, ne? 12, 16, 20. Sollte man mit 20 nicht schon in der Lage sein, irgendwie schwerer zu fischen. Aber wie gesagt, die Leute, die mich angeschrieben haben oder gefragt haben, die waren alle nicht so hoch. Das ist wieder so eine olle Brasse. Brasse und Güster teilen sich hier tatsächlich den Spot. Um diese Uhrzeit ist es eher die Brasse, die einsteigt. Die kann allerdings auch ziemlich groß werden. Und die Trophy liegt da bei 4,4 Kilo. Mit anderen Worten, die kann auch ziemlich groß werden. Und die möchte man hier auf eine UL von 3,5 Kilo nicht haben. Und schon gar nicht auf eine Bambusrute. Das ne, das sieht aus wie ein Steinschild. Das ist ein Steinschild. Okay, alles klar. Kilo ist tatsächlich stärker als meine UL mit 3,5 Kilo. Will man trotzdem nicht haben, ja? So eine 4,4 Kilo Brasse auf eine 3,8 Kilo Rute, das geht nie gut aus. Gut, ich fische hier mal ein bisschen was ab. Guck mal rein, ob hier die Güster noch sitzt. Vielleicht läuft uns noch mal die ein oder andere Zobel rein. Oder der Don Kaulbarsch oder der normale Kaulbarsch, also wieder ein Hebebiss, das könnte ein Güster sein. Braucht man hier als Trophy, ist leicht blau. Sollte eigentlich keine Güster sein. So, lassen wir mal frei. Ich war kurz davor zu sagen, das ist eine Zobel. Aber dafür war sie nicht weiß genug. Und das ist nicht rassistisch gemeint. Na gut. Ja gut, also, das war jetzt nicht so auf die Güster nicht so erfolgreich, tatsächlich, die Nacht. Kenne ich auch anders. Eine Köfi mal wieder, aber wir haben auch ein Potpourri an Fisch. Eine Stunde 15 Minuten oder eine Stunde 13 Minuten, keine Ahnung. 12, waren wir jetzt unterwegs, nur auf Kleinstfisch, halt für die Leute, die hier neu anfangen. Wir haben die Hasel abgebacken, wir haben die Laube abgebacken, wir haben versucht, die Güster an der Schnur zu bekommen. Die bringt allerdings auch nicht allzu viel Silber und nicht allzu viel EP, aber es sind drei Fische, die ihr hier abbacken könntet für den Ehrenfischer. Und das könnt ihr auch im Low-Level-Bereich. Dafür braucht ihr keine großartigen, geilen Angler sein. Und dafür braucht ihr auch nicht wirklich das fetteste Equip. Da reicht tatsächlich die Bambusrute. Ja, den Dreitakter habe ich ja erklärt. Verwaltung, vor einmal schön zum Zelt laufen, also am Campingplatz. Und dann geht ihr hier zur Verwaltung. Und dann seht ihr schon Y und G.
Ihr müsst allerdings, wenn ihr Posenangel oder Spinnangel-Ersatzkit annehmen wollt, das vorher ins Zelt bringen. Sonst sagt das Programm, du hast doch alles. So, jetzt schauen wir mal einmal schnell rein. Hier eine Stunde, ein paar Minütchen haben wir hier gefischt. Rotauge bekommt ihr nicht. Also in eurem Fall, wenn ihr hier anfangt zu angeln, könnt ihr das eh nicht verarbeiten als Köfi. Ich kann es und deswegen werde ich die Tiere zumindest 76, 87 Gramm nicht dem Fischhändler hinhauen. Das heißt wiederum, ich kann diesen Kaffeeauftrag, also den Kaffeehändler, diesen Auftrag nicht erledigen. Nase, nicht drauf gefischt. Laube haben wir gefischt. Hasel haben wir gefischt. Güster. Die Güster ist jetzt nicht wirklich so eingestiegen, wie ich es dachte. Tatsächlich. Aber die Hasel und die Laube. Und wenn wir da mal schauen, ich kann die Laube gebrauchen als Köderfisch, werde ich jetzt aber nicht nutzen. Laube ist das, was wir gestippt haben mit einem Dreitakter. Da sind wir mal kurz hin, haben gesagt, so hier, da, tralelale und schaut euch das mal an. Na, das wären auch wieder 48 Silber. Dann eine Nase habe ich gezogen in der Nacht. Uninteressant. Gründling Trophy haben wir auch gezogen. Einzige Gründling, gleichen Trophy. Flussbarsch, uninteressant. Döbel, uninteressant. Brasse sind ein paar eingelaufen in der Nacht. Wo wir da gerade standen, der Alland ist auch eingelaufen, auch uninteressant. Zobel, ja, haben wir da auch bekommen. Und der Steinschild, da wart ihr bei, 4,89 mit 300 Gramm. Der kleinste seiner Vertreter. Der kleinste Vertreter seiner Rasse. So, Schläfergründel, 45 Gramm, uninteressant. Rotauge, Köfi, interessant, Rest nicht so wirklich. Die Nase Silber bringt, wenn sie einen Haken hat, hat sie aber nicht. Und wenn wir das jetzt alles mal nehmen, wenn wir das alles jetzt mal nehmen, 122 Silber, in einer Stunde ein paar gehacken, nur mit der Stippe und als Anfänger ist das okay. Dann hätten wir schon mit den 62 Silber ganz zu Anfang. Nein, wir hätten jetzt 100 irgendwas. So, könntet ihr schon fast das erste Set holen. Das Set Linesfisch hier am Windenbach. Ihr könnt euch selbst aussuchen. Gehe ich auf eine Hasel? Gehe ich auf eine Laube? Gehe ich am Laubenbaum auf eine Laube? Wo hole ich mir den Fisch? Laube, Dämonenloch, schnelle Frequenz. Solltet ihr den Dreitakter haben, solltet ihr mit einer Route unterwegs sein, geht an Laubenbaum, da geht die Hasel und die Laube drauf. Oder aber ihr stellt euch links neben die Brücke, 90 cm tief, Zockmückenlarve, bekommt ihr Gründling, Laube, Barsch, dann bekommt ihr ein Potpourri ran. Ja? Aber überwiegend die Laube, die Hasel. Und die Hasel bringt auch ordentlich Silber. Die Laube bekommt ihr entweder mit einer Rute am Laubenbaum oder mit drei Ruten oben am Dämonenloch. Da könnt ihr gut drauf fischen. Sollte die Nacht einsteigen, geht ihr entweder dahin, wo ich gerade war und stellt fest, Güster läuft hier nicht. So, passiert. Oder aber ihr nehmt 90 cm Tiefe, stellt euch hier ungefähr hin. Das ist neben dem Laubenbaum. So, da kommt hier so eine Schilfkante und dann stellt ihr euch da hin, schmeißt das flott aus mit einem Mistwurm, habt Chance auf dem Donkauwasch. Oder ihr stellt euch hier hin, da ist auch wieder so eine Krautkante, hier so Totholz, ja, und da schmeißt ihr dann auch raus, dass ihr so vor dem Totholz lang treibt, auf 1 Meter Tiefe mit einem Mistwurm, auch Chance auf Kaulbarsch, Donkauwasch. Hier ist so ein V, zweimal Totholz, dazwischen ist so frei. Ich nenne es gerne Arschgeweih.
Auch da müsst ihr dann gucken, was für eine Stippe oder was für eine Bodo, was für eine Match oder was für eine Winkelpicker, wie auch immer. Wenn ihr mit der Winkelpicker unterwegs sein solltet, versucht zwischen diese beiden Tothölzer zu kommen. Das ist so ein Korridor. Da schmeißt ihr einfach rein, dass ihr so auf einer Höhe dieser Stöcker seid, die da so reingucken. Und dann mit einem Mistwurm 24 bis 19er Haken. Ich habe Kameraden gehabt hier am Windenbach, die haben schon auf Groß 1 den Don Kaulbarsch als Trophy gefangen. Oder aber ihr nehmt die Stippe und lasst es lang treiben. 1 Meter Tiefe, da müsst ihr aber ziemlich nah ans Totholz, damit es ruckeln, zuckeln, man sagt auch schliert, damit es so über den Boden schliert. Das heißt, der Flott treibt zwar immer noch, aber es ruckelt so über den Grund. Das ist okay. Strömung ist relativ stark, solltet ihr zu tief sein, das Flott ist zu leicht, nehmt die Strömung das Flott mit und zieht es auch über Grund, aber ihr habt das Treibangeln nicht. Ja. Dann haben wir hier auch noch mal so Totholz Gedöns. Da wäre der Clip mit der Winkelpicker-Fiederrute und hast du nicht gesehen, 12 Meter. Dann nutzen wir die gleichen Haken und versuchen wieder eine Mistwurm Kaster und versucht auch mal die Borkenkäferlarve. Denn der Donkaulbarsch geht auch gerne auf Borkenkäferlarve. Tagsüber wieder flott raus, Zuckmückenlarve auf Hasel oder Perlgraupe auf Laube. Und schon habt ihr so hier am Windenbach Anfänger, Gewässer relativ viele Möglichkeiten, Kohle zu verdienen, egal wie ihr unterwegs seid. Stippe, Winkelpicker, Bolo, Match, Feeder. Ne? Tja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen zu den Leuten, die hier nachfragen, wie kann ich denn als Anfänger hier am Windenbach ein bisschen Asche verdienen? Das wäre eine Möglichkeit. Hasel, Laube, Laube, Güster oder die Spots, die ich euch gerade vorgeschlagen habe, die wir nicht beangelt haben, weil sonst wäre das Video einfach zu lange oder zu lang, könnt ihr euch anschauen. Oder aber ihr verfolgt den Weg des Stippers, da habt ihr Spots. Die könnt ihr auch mit der Feeder abangeln. Das geht genauso gut. Aber das überlasse ich euch. Also, Kinders, ich hoffe, ich konnte euch wirklich ein bisschen helfen. Und verbleibe bis dato mit einem freundlichen Petri, so wie immer. Wünsche euch den Fisch, den ihr sucht. Silber und EP, na klar. Und dann haltet euch, bleibt stabil und dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht sogar mit einer Frage, die fortgeschritten ist. Wie gesagt, macht es gern. Macht es gut, bis dann. Bye bye.